Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy XVI. Wir wollen nun nach Eastpool gehen. Gibt es da eventuell eine Schnellreise? Nö, wir müssen einfach nur hier hoch und hinten raus. Diese Kreaturen haben in dieser Welt... Ja, und trotzdem sind sie da. Diesen Akasischen habe ich es zu verdanken, dass alle Männer im Einsatz, in Bereitschaft oder verwundet im Lazarett sind. Mein Bett ist so kalt und leer wie die Herzen dieser grässlichen Dämonen. Dann wollen wir versuchen, dass sie... Kann man einfach runterspringen? Nee. Dass sie ihre Männer zurück ins Bett bekommt. Die haben versucht, auch hier über die Mauer zu kommen. Weiß der Begründer, wo ihre hässlichen Fratzen als nächstes auftauchen? Redet bitte das nächste Mal nicht so durcheinander. Och, wie süß! Sie wollen zur Rast. Wir müssen sie aufhalten. Die anderen sind. Mach am besten so. Hey! Du siehst ja furchtbar aus. Ach, Jill, was machst du denn hier mit den Vögelchen? Da kommen noch mehr. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, Spiel kackt. Ach, Mann, was war das bitte für ein Schnitt? Verzeiht, Milord. Habe ich was verpasst? Ach, wait. Bereit? Du misst viel. Au! Ja, alles nur zum Herstellen. Seht ihr noch welche? Nein. Ich glaube, das waren die letzten. Es wird nicht lange dauern, bis die nächsten kommen. Dann kehren wir zurück, solange wir noch können. Vor allem, er fliegt ja jetzt eigentlich, wenn wir zurückkehren.
Was habt ihr gefunden? Das gleiche wie Sir Wade. Reichlich Akasische. Nun, woher sie auch kamen, jetzt sind sie weg. Die Späher sagen, das Tiefland ist sicher. Hoffentlich haben wir Zeit, unsere Wunden zu lecken. Wie viele Kämpfer sind verletzt? Dank euch viel weniger als befürchtet. Ein Glück. Der Sieg war hart erkämpft. Doch solange der Himmel finster bleibt, wird die Zahl der Akasischen nur weiter zunehmen. Die Frage ist nicht, ob die Horde zurückkommt, nur wann. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit für sie sein. Von hier können wir die Umgebung überblicken und uns gut verteidigen. Wir sollten die Rast als Stützpunkt nutzen. Was meinst du, Martha? Du hättest mehr Männer zum Schutz. Nun, wenn du es so sagst, natürlich können sie bleiben. Ich hab gedacht, dass Sir Wade sagt jetzt noch irgendwas, als sie gegangen ist. Null Erfahrung. Halstuch der Hüter der roten Flamme. Ein Symbol des Vertrauens. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Okay. Milord, ich möchte euch jemanden vorstellen. Mhm. Oscar, komm her. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Lord Rossfield. Ich bin Oscar. Oscar vom Haus Murdoch. Murdoch? Ich wusste nicht, dass der Kommandant Kinder hat. Oh, hat er nicht. Aber sein Bruder, mein Vater, schon. Ich bin Sir Rodneys Neffe. Na nun, mach schon. Du musst ihn selber fragen. Ja, Sir Wade. Wenn es euch beliebt, Lord Rossfield, nehmt mich bitte als euren Knappen. Ich möchte die Pflichten eines Schildes vom Besten lernen. Ich muss dich leider enttäuschen, Oscar. Aber ich bin kein Schild mehr und ich war nie der Beste. Und Zeit in der Gesellschaft eines Geächteten zu verbringen, scheint kaum angemessen für jemanden, der den Eid leisten will. Tante Hannah hat einmal gesagt, dass ein Mann nicht durch Titel geadelt wird, sondern durch seine Taten. Ihr habt als Nachfolger des ersten Sith viel erreicht und dabei nicht weniger Ehre erworben. Ich würde lieber einem ehrbaren Geächteten dienen, als einem unwürdigen Nicht dass Sir Wade und die anderen Hüter... Ist schon gut, wir wissen, was du meinst. Alles, was ich lehren kann, habe ich ihn gelehrt, Milord. Aber ein Knappe? Was hast du denn dagegen? Du warst mal ein Knappe. Sir Rodney würde es sicher gut heißen. Ich werde so viel Nachsicht walten lassen wie dein Onkel bei mir. Anders würde ich es nicht haben wollen. Er sieht aus wie so ein Zahnarzt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Milord. Euch oder meinen Onkel. Ich weiß halt gar nicht, wann wir das machen sollen. Sollen wir den trainieren? Wir müssen die Welt retten. Wir werden vorläufig hierbleiben. Und nicht nur wegen des Bieres. Einer meiner Männer begleitet Oscar nach Benomer, sobald er sich verabschiedet hat. Alles klar. Und wir werden jetzt weiterreisen. Nach Dalimil. Denn da wüten noch die Akasischen. Dalimil, oh. Der arme Kerl war wohl so erschöpft, dass er nicht weglaufen konnte. Aber besser ein Träger als einer von uns. Ach, stimmt ja. Okay, wir gehen gleich zu ihm. Diese dreckigen Banditen! Als hätten
hatten wir nicht schon genug zu kämpfen, seit Drachenfang zerstört worden ist. Banditen? Falls du dich fragst, warum es in Dalimil so schrecklich aussieht, das waren diese Banditen. Und diese feigen Söldner, die die Tore bewachen sollten, sind einfach davongerannt. Sie hatten wohl Schiss vor einem richtigen Kampf. Deshalb hat es so viele von uns getroffen. Oh nein. Hier ist ja voll doof jetzt. Sieh sich einer meinen Laden an. Alles verwüstet. Wer macht denn sowas? Oh nein. Wo ist es, die Drachensemmel? Oh, jetzt ist alles verdreckt. Vielleicht kannst du es ausschütteln. Sid, deine neue Begleitung macht ja deutlich mehr her als dein Onkel. Muss ich mir Sorgen machen? Ah, ihr kennt euch noch gar nicht. Jill, Clive hat mir viel von dir erzählt. Sicher alles Lügengeschichten. Wir haben gehört, dass Dalimil von Banditen geplagt wird. So ist es. Oder war es bis vor kurzem. Sie haben sich mit unserem Geld und Essen abgesetzt. Weißt du, wo sie hin sind? Tja, die Wüste ist groß. Die könnten überall sein. Bedauerlicherweise habe ich inzwischen dringendere Sorgen. Wie hast du mich genannt? Sag das nochmal! Ah, wie auf Kommando. Wie du hörst, sind wir noch bemüht, eine gemeinsame Antwort auf Dalimils Banditenproblem zu finden. Wenn wir so weitermachen, werden nicht die Namen der Banditen auf unseren Grabsteinen stehen, sondern unsere eigenen. Ich habe wirklich versucht, die Streithähne zur Vernunft zu bringen, aber auch die Wüstenhäsin hat ihre Grenzen. Sollen wir mal mit ihnen reden? Warum sollten sie auf uns hören? Warum sollten sie das nicht? Sie hat nicht ganz Unrecht, Sid. Ein Versuch kostet nichts. Noch nicht mal sonderlich viel Zeit. Sie sind gleich da drüben. Dann mal einfach dem Geschrei nach. Besuche den letzten Stich. Dürfen wir jetzt rein? Ja, jetzt eben noch mal nicht. Wenn deine Männer tot wären, würdest du nicht solche Töne spucken. Blut für Blut, keine Diskussion. Wir heuern Söldner an, die machen dieses gesamte Pack einen Kopf kürzer. Und dann haben wir hier Ruhe. Und was machst du, wenn die Söldner genauso abgemetzelt werden wie deine Männer zuvor? Einfach noch mehr anheuern? Das Geld wäre 100-mal besser investiert, wenn wir neue Vorräte für uns davon kaufen. Söldner bringen nur noch mehr Blut vergießen. Und damit werden wir unsere Mägen nicht füllen können. Hast du gehört? Aber was ist, wenn sie zurückkommen? Vielleicht wollen sie deinen Kopf als Nächsten. Schluss jetzt. Alle beide. Noch ein Wort und ich werfe euch eigenhändig hinaus. Benehmt euch wie Erwachsene, dann reden wir weiter. Viktor. Was macht er hier? Sid und Lady Jill, was führt euch hierher? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Kostnice versinkt im Chaos und die Märkte könnten genauso gut schließen. Der Dornenkuss hier in Dalimil ist der einzige Laden, wo ich überhaupt noch an Waren komme. Deshalb war ich heute auch hier. Und dann hat Lubor mir von dem Streit erzählt. Er hoffte, ich könnte die streitenden Parteien zur Raison bringen. Aber wenn ihr hier seid, heißt das wohl, dass seine Geduld erschöpft ist. Wer sind denn die beiden? Das waren die Wortführer der beiden Parteien. Und der Grund, warum diese Stadt vielleicht bald so endet wie Kostnice. Schuld ist dieser verfluchte Himmel. Diese Finsternis treibt wirklich jeden in den Wahnsinn. Wie auch gut an dieser Stadt zu sehen ist. Der Himmel ist ein Problem. Der Streit das andere. Und dafür muss doch eine Lösung zu finden sein. Das hoffe ich. Ich hoffe es sehr.
Als ob nicht schon genug gekämpft wird. Mir reicht's auf jeden Fall. Wenn die sich nochmal an die Gurgel gehen, dann gibt's Hausverbot. Und zwar für immer. Na, schönes Dilemma, oder? Für mich war das ein Raum voller verunsicherter Leute. Und sie haben guten Grund, das zu sein. Aber in eurer Lage könnten Angst und Streit gut das Ende der Stadt bedeuten. Ganz meine Rede. Ich bin ratlos. Im Grunde wollen beide Seiten nichts als ihre Heimat retten. Nur können sie sich nicht einigen, wie. Und solange sie nicht auf einen Nenner kommen, sind wir verwundbar. Und wenn es eines gibt, das Banditen anlockt, dann ist es leichte Beute. Was hätte Sid, der Geächtete, wohl getan? Tja, so wie ich ihn kannte, würde er sie einfach machen lassen, um einzuspringen, wenn sie alles in den Sand gesetzt hätten. Das klingt nicht nach der klügsten Strategie. Ja, momentan steuern wir hier auf eine Katastrophe zu. Aber bestünde die Möglichkeit, dass wir sie dazu kriegen, genau das selbst zu erkennen? Momentan ist nicht daran zu denken, dass sich einer von den beiden auf die Strategie des anderen einlässt. Aber wir könnten sie dazu bringen, ihre eigene anzuzweifeln. Und dann präsentieren wir ihnen eine dritte Option. Die da wäre? Uns aufzuraffen und die Stadt mit vereinten Kräften zu retten. Warum sollten wir streiten, wenn... Wenn all der angestaute Unmut auf die Banditen gerichtet werden kann. Mir scheint, als hätten wir einen Plan. Victor, du gehst zu Konrad. Red ihm irgendwie ein, dass er auf dem Holzweg ist. Ich gehe zu Natalia. Ich versuch's. Eure Gesichter sind in dieser Stadt eher unbekannt. Das könnten wir nutzen. Keine Sorge, Victor und ich übernehmen das Reden. Ihr müsst einfach nur mitspielen. Mitspielen? Womit er sagen will, ja, gern. Ja, gern. Wir folgen euch. Stell dir nur mal vor, deine eigene Stadtwache. Mit dir als Kommandanten. Kommandant? Ich weiß ja nicht. Mehr Vorräte kaufen? Da können wir Ihnen gleich eine Einladung schicken. Sie sind das Problem und scharfer Stahl die Lösung. Aha, das ist einfach nur eine runde Stumme. Wahrscheinlich bietet Natalia den Banditen noch Kost und Logis an. Hier, zu ihm wollte ich doch. Ah, da ist sie ja. Die Herren der Speere höchst selbst. Konrad, erlaube mir, dir Jane vorzustellen. Die Anführerin der Rotschwingen. Der ältesten Söldnergilde in den freien Städten. Ich bin geehrt, Milady. Die Freude ist ganz meinerseits. Also, wie gesagt, ich habe die Kommandantin aus Canva holen lassen, um sie unter Vertrag zu nehmen. Victor sagt, ihr hättet abgelehnt. Angeblich, weil ihr keine Männer mehr habt. Ist das wahr? So wahr ich vor euch stehe. Die Adligen haben alle unsere besten Kämpfer verpflichtet. Und nicht nur von uns Rotschwingen. Ihr kennt die 7 hohen Häuser? Jedes hat gut 3 Dutzend Schwerter unter Vertrag. Ein paar Knaben hätten wir noch übrig, falls... die euch reichen sollten. Also, Konrad, du wirst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass irgendwelche Hänflinge die Stadt besser verteidigen könnten als Dalimils tapfere Bürger. Dass ein Haufen bartloser Bengel eure gefallenen Kameraden rächen soll, statt dass ihr es selbst tut? Nur über meine Leiche. Die sollen noch sehen, mit wem sie es zu tun haben. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Konrad ist nicht unbedingt die hellste Kerze im Leuchter.
Und ich wusste schon, warum ich dir statt Sid die Sprechrolle gegeben habe. Hut ab, Teuerste. Man hat richtig aus der Jill ihre Stimme rausgehört. Dass halt sie gespielt durch. Hat. Mein Träger wird deine Wunden schon heilen. Zu sein. Okay, dann gehen wir mal zum Lubor. Wenn ich meine Hacke gehabt hätte, dann hätte ich... Sie sagt. Halt endlich still. Deine Wunden sind zu tief. Der hätte ja einfach die Schotten dicht gemacht. Ich meine, irgendetwas wird man schon noch kaufen können. Und vielleicht kommen ja nicht sofort die Banditen. Schon, aber... Söldner anzuheuern kostet eine Menge Gil. Da kommen wir vergleichsweise billig weg, wenn wir den Dieben Vorräte überlassen. Zumal sich Söldner auch als Diebe entpuppen können. Das stimmt. Erst sie. Aber damit provozieren wir sie doch nur. Konrad wird uns noch alle umbringen. Ich stimme Natalia zu. Wir sollten es nicht drauf anlegen. Ah, da ist er ja. Natalia, dürfte ich vorstellen, Lord Underhill von Randelas renommierter Kaufmannszunft. Lord Underhill. Zu euren Diensten. Underhill? Ich habe gerade von unserer jüngsten Unterhaltung berichtet, Milord. Und davon, wie ihr die Lage der Händler in der Hauptstadt beklagt habt. Lubor behauptet, dass die Kornspeicher so gut wie leer seien und der Krieg und die Fäule so verheerend, dass die Ernte nicht reichen wird, um sie für den Winter zu füllen. Ganz recht, leider. Genau so ist es. Der Adel der Hauptstadt kauft die gesamten Vorräte an Gerste und Wein, was die Preise in Höhen treibt, die das Volk nicht zahlen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bauern rebellieren. Es ist... dramatischer, als ich dachte. Wenn es stimmt, was Lord Underhill sagt, dann fürchte ich, haben wir kaum eine Chance, unsere Lager aufzufüllen. Und wenn sie auch noch so leer sind. So sehr ich es begrüße, dass du versuchst, unsere kriegerisch veranlagten Kameraden von ihren Rachegelüsten abzubringen, fürchte ich doch, dass Konrad recht hat mit seiner Einschätzung, dass die Banditen zurückkehren könnten. Was bedeutet, dass wir jetzt, mehr denn je zuvor, sichern müssen, was uns an Habseligkeiten bleibt. Essen, Waffen, Kräuter, alles. Wenn unsere bescheidene Stadt nicht nur im Hinblick auf diese Prüfung, sondern auch in Zukunft bestehen soll, müssen wir zusammenhalten. Also gut. Es geht um die Verteidigung meiner Heimat. Ich bin dabei. Aber den Zirkus hier hättet ihr euch sparen können. Also, der... Danke, Clive. Clive hat gewonnen. War ja fast eine Offenbarung. Naja. Sie hat alles durchschaut. Na, es war ja auch nur fast eine Offenbarung. Gewirkt hat es trotzdem. Meine Späher sollten bald zurück sein. Wir treffen uns im Dornenkuss und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich habe den Verdacht, dass unser Gastauftritt nicht nötig gewesen wäre. Würde ich nicht sagen. Konrad schien recht angetan von dir. Als das Wenige, das wir haben, mit allen Mitteln zu verteidigen. Unnötiges Blutvergießen muss jedoch vermieden werden. Wir brauchen einen Plan. Gibt es wirklich keine Möglichkeit, unsere Vorräte aufzufüllen? Das war's dann wohl. Wir müssen es auf die harte Tour machen. Was ist denn die harte Tour? Mistgabel? Mama, ich hab Angst. Was ist, wenn die Männer uns was tun? Sie sind jetzt weg, mein Schatz. Uns passiert nichts. Also, ich würde ja wenigstens hier mal die ganzen Tore zumachen oder diese ein Tor hinbauen. Banditen. Gute Neuigkeiten, Sid.
Konrad und Natalie scheinen ihre neuen Rollen anstandslos akzeptiert zu haben. Wer weiß, mit der Zeit werden sie vielleicht... Ich fürchte, Zeit ist ein Luxus, den wir jetzt nicht mehr haben. Deine Späher haben die Banditen also gefunden? Genau genommen haben die Banditen meine Späher gefunden. Allem Anschein nach marschieren sie aktuell auf Dalimil zu. Die ganze Meute. Das hat uns noch gefehlt. Sie wollen nicht nur essen, sie wollen sich die verdammte Stadt holen. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Die Banditen rücken wohl in zwei Gruppen an. Eine aus dem Süden und eine aus der Wüste. Zweifelsohne mit der Absicht, unsere hauchdünnen Abwehrkräfte überzustrapazieren. Schon verstanden. Jill und ich übernehmen die Wüste. Und den Süden... Den Süden, mein Freund, verteidigen wir, die Bürger. Ich weiß, wir gehen hier ein Wagnis ein. Aber wenn das hier Dalimil nicht eint, was dann? Du legst da eine Menge Vertrauen in diese Leute, die sich vor ein paar Minuten noch gegenseitig an die Gurgel wollten. Dann wird es an uns liegen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Gegner nicht verwechseln. Und ja, ich meine uns. Ich wusste, dass das kommt. Wir versuchen, euch Zeit zu verschaffen. Das versuchen wir auch. So, und wir versuchen das mal in der nächsten Folge. Werden wir hier rausrennen und den Banditen auf den Kopf hauen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.